Wenn ihr nach Minenarbeitern sucht. Da, Wales. Natürlich, das ist ein scheiß großes Kohlerevier. Das sind die Bracken Beacons. Das ist ein Kohlerevier. Wo? Das da, Jungs. Und wie geht's weiter? Stecken wir jetzt ein kleines Fähnchen rein? Kennst du da jemanden, Gavin? Nein, das letzte Mal war ich vor 16 Jahren dort. Und wieso das? Das Willkommensschild ist halt nicht für jedermann, wisst ihr? Ich hol das Telefonbuch. Naja, was kann schon groß passieren? Oh, hallo, ich vertrete eine Meute schriller Homosexueller. Gibt es bei Ihnen öffentliche Saunas? Was hat das mit dem Streit zu tun? Nichts, ich stelle mir die Bergarbeiter bisschen vor. Danke, gut jetzt, hey! Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir das ernst angehen. Komm her. Also. Okay. 019. Wie sagen Waliser zu Lesben? Hallo? Ja. Ich verstehe. Teppich? Das ist Laura Ashley. Kenn ich. Hab ich schon mal gesehen. Was? Wo denn? In Cardiff. Mich interessiert im Moment nur eins. Was ist das? Hey, Fina, Mann, pack das wieder zurück! Das ist ja noch gar nichts. Sieht mal, was ich doch gefunden habe. Du bist doch nicht unter seinem Bett! Also wann habt ihr das letzte Mal sowas Ähnliches gesehen, hä? Also wann? Wann? Schlafen diese Freunde niemals. Willkommen, rein mit euch. Tragen Sie hier die Organisation ein, die Sie vertreten. In diesem Fall... Lesben und Schwule für Bergarbeiter. Ja, ganz genau. Ich hoffe, Sie können mir eine Frage in Bezug auf Lesben beantworten. Nicht jetzt, Greg. Neulich beim Fleischer hat man mir nämlich was erzählt, was Lassen ich Sie doch erst mal ankommen. Wir haben diese Spenden gesammelt, weil wir euch helfen wollen. Das wird schon, wenn Sie sich unter die Leute mischen. Darf ich fragen, was du hier machst? Ich berede was mit Kev. Du gehst jetzt darüber und suchst dir einen Schwulen oder eine Lesbe. Nicht, dass die einen falschen Eindruck kriegen. Natürlich, weil du sowas von unwiderstehlich bist. Was sie mir über Lesben erzählt haben, kann unmöglich stimmen, oder? Ihr seid alle Vegetarier? Schlimm genug, dass sie bei Dai auf dem Fußboden schlafen müssen. Ich nehme gern noch welche. Nicht unbedingt Lesben, wegen ihrer kulinarischen Vorlieben, aber ich nehme noch einen Schwulen. Diese Bergarbeiter werden ganz genauso schikaniert wie wir. Ohne ihre Zechen sind diese Dörfer vollkommen am Ende. Eine Horde Schwuler und Lesben mischt beim Streik der Bergarbeiter mit. Wir kooperieren mit Perversen. Die gehen jeden Tag für uns sammeln. In Wahrheit geht es ihnen nur um ihre eigene Sache. Stopf dieser Frau das Maul oder ich werde es tun. Wenn man in den Kampf zieht, gegen einen so viel mächtigeren Feind, der so viel stärker ist, wenn man dann merkt, dass man einen Freund hat, von dem man gar nichts wusste, dann ist das das Schönste auf der Welt. Der neue Transporter. Da steige ich nicht ein. Dann bleibst du halt hier. Sie sind lesbisch, was Süße? So ist es. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer riesigen Lesbenparty. Ist euch klar, was wir hier geschafft haben? Mit unserer Freundschaft haben wir Geschichte geschrieben. Sorry, Ladies, nur für Männer. So ein Quatsch, Schätzchen. Wir sind doch extra hergekommen. Wir wollen alles erleben. Auf die Latex-Szene. Schlafen diese Freunde niemals? Da werden Erinnerungen wach.